Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und meiner Metal Mario Master. Und ich bin. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Party 8. Die vierte Runde hat Yoshi für sich entschieden. Unglaublich! Ja. Der werte Daniel P. hat gegen Würde gewonnen. Lass dich jetzt nicht irritieren. Der letzte Kampf steht bevor. Wirst du unser Superstar sein? Ich hoffe ja! Noch der letzte Kampf. Hey, das wird ein harter Kampf. Dein Rivale würde es dir nicht leicht machen, den Preis abzuräumen. Es treffen aufeinander. Yoshi und Buhu! What? Ein neuer Kampf, eine neue Welt, zwei Mogul, aber nur eine Stadt. Ja, Kopftopf, ein merkwürdiger Kampf. Ob du es glaubst oder nicht, hier gewinnt, wer investiert. Also zum allerletzten Mal, alle zusammen, Sternrei! Hahaha! Wie war jetzt Monopoly? Sagen wir mal so. Cooper statt der Mogule. Oh. Hier geht es auch um das Schlimmste überhaupt. Um das beste Spielbrett überhaupt. Oh, hier geht es nicht darum, Sterne zu sammeln oder Münzen auszugeben. Okay, hier musst du auch Münzen ausgeben. Und hier geht es um Immobilien. Oh, geil. Brutal als Piraten, gruseliger als Geister, riskanter als ein führerloser Zug. In Cooper statt dem Mogule erwartet euch das heikligste Spiel überhaupt. Immobilien. Schnapp sie dir. Soll ich ein paar Geheimnisse preisgeben? Nein. Okay, guck mal, so ganz was dran ist. Los, schwing nach oben, ich werde zu wenig bezahlt. Na, 8 und eine 6. Wow. 68. Ja. Yoshi, du darfst anfangen. Sehr schön. Buhu, du bist der Zweite. Okay. Dann los. Also, wo ist das nächste Hotel? Ich kaufe die Bauerstraße. Da ist es. Und wenn du als Erster dort bist, kannst du es für nur eine Münze kaufen. What? Ein echtes Schnäppchen. Das fünfte Spiel beginnt. Level 5. Okay. Also, in diesem Spiel geht es halt darum, du musst Münzen in Hotels investieren. Es gibt nämlich sogenannte 3-Phasen-Systeme. Wenn du am Anfang ist das Hotel nämlich nur ein Stern wert. Siehst du ja da oben, ne? Mhm. Ja, sobald du 20 Münzen eingezahlt hast, und zwar wird nämlich die Sache nämlich von allen Spielern zusammengesetzt. Also wenn Buhu jetzt 10 Münzen einzahlt und du dann an 11 Münzen einzahlst, gehört das Hotel dir. Ja, und da es dann insgesamt über 20 Münzen sind, wird daraus nämlich ein 2-Sterne-Hotel. Und wer profitiert davon? Der Besitzer. Das heißt also, du würdest 2 Sterne dann besitzen. Okay. Und ab 50 Münzen wird das auch ein 3-Sterne-Hotel. Richtig interessant wird es nämlich, wenn du darin 100 Münzen investiert hast. Dadurch kann das Hotel nicht mehr übernommen werden. Also ich kann jetzt einfach von ihm jetzt das Ding abkaufen, wenn ich da lande. Ja, wenn du solange du da mehr Münzen einzahlst, gehört das Hotel dir. Das will ich sowas von machen. Und Ziel ist es, 4 Sterne zu besitzen. Obwohl, ich könnte nur eine. Da ist ein alles. Okay, so, warte mal, wo lande ich danach? Wenn wir. Na, ich würde nicht auf das Versus Feld gehen, 1, da er keine Münzen hat. Versus? Wenn du mir jetzt nach oben gehst, würdest du auf ein Versus Feld landen, aber das ist Schwachsinn, er hat keine Münzen. Ich lade dich auch noch übrig. 1, 2, 3, ne? Ja, würdest auf das blaue Feld landen. Ja, ich dachte, ich würde auf das rote Feld landen. Dann hätte ich direkt alles reinpacken können. Du kannst da ja alles reinpacken. Ja, aber dann hätte ich mit dem roten Feld nichts mehr verloren. Du musst da jetzt mindestens 11 Münzen reinzahlen. Möchtest du investieren? Dann geh jetzt bitte auf das Plus. Bams. Okay. Dieses Hotel gehört jetzt dir. Boink. Und? Die Summe der Investition liegt jetzt bei 20 Münzen oder mehr. Zeit für einen Ausbau. Das bedeutet, du kriegst 2 Sterne. Oh. Und er hat jetzt keinen, ne? Er hat jetzt keinen, da er ja nicht mehr der Besitzer ist. Und ja, deswegen seinen Stern verliert. Oh. Wie viele müssen wir haben? 20? Yoshi ist nur noch, ist noch 2 Sterne von sie entfernt. Ja, wenn du 20 Münzen in ein Hotel einzahlst, würdest du direkt zu einem 2-Sterne-Hotel. Also wenn du jetzt noch insgesamt 20 Münzen in ein Hotel einzahlst, hast du gewonnen.
Und ich weiß, das Spiel ist, dieses Spiel kann ein bisschen kompliziert sein, aber es ist eigentlich leicht zu verstehen. Ist halt wie bei Monopoly. Eigentlich nicht. Den Nordbahnhof kaufen? Ich kaufe den Hauptbahnhof. Moink. Eine 5. Wow. Oh nein. Hebendes wundervolles Konfekt. Will das Schleckermäulchen was Süßes? Was zum Naschen? Kann ich was für 5 kaufen? Ich will ja sowieso gleich denken. Oh, sehr gut. Das ist eine Auswahl, ne? Möchtest du vielleicht in einen zweifachen investieren? Ich verliere mein Geld sowieso gleich oder so. Also scheißegal, ne? Ja. Vielen Dank. Bis demnächst. Ah, ihr kriegt mein Geld nicht. You never get me alive. Er setzt sein Schnarchbonbon ein, um was zu tun. Oh. Ich glaube, er will auf der Fragezeichenfeld landen. Ha, schafft's aber nicht. Lol. So ein Loser. Boink. Boink. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ich möchte das Kegelding vielleicht einsetzen. Dann setz es ein. Ups. So ein bisschen Verschwendung, aber was soll's. Naja, aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, kannst du glaube ich auch an einem Hotel vorbeikommen, wenn du den Kegel kommen lässt. Oh. Ich bin cool, ey. Cool, nee. Oh, komm da nicht hin, verdammt. Aber egal. Du kriegst noch 3 Münzen. Also du hast schon mal 10. Und er kann jetzt nichts kaufen. Oh. Er kann jetzt nichts machen. Der Plan, nee. Trickfrüchte. Plan, Trickfrüchte. Wie kein Geld. Du hast zurzeit keine Münzen, geh weg. Du hättest nur eine Münze. Du hättest nur eine Münze hier im Ring sollen. Das war doch nicht so schwer. Ja. Jetzt. Du könntest glaube ich sogar, wenn du jetzt wenn du jetzt eine Hundezahl befüllst, kannst du an beiden Hotels vorbeikommen. Ja, das habe ich auch geplant. Dann kann ich jetzt hier eins reinpacken. Oder sagen wir zumindest 5 Münzen rein ein bisschen. Ja, okay, das wäre auch gut, genau. Boink. Boah. Ja, wird nix. Oder doch? Ich würde hier maximal 5 Münzen investieren. Dieses Hotel könnte dir gehören für nur eine Münze. Schnäppchen. Was ist denn für ein billiges Hotel, ey? Das ist ja nur ein Ein-Sterne-Hotel. Idiot. Trotzdem, eine Münze. Hier, Schnäppchen. Okay. 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 Ja, jetzt gucken wir, ob ich da unten bin. Yoshi ist nur ein Sieg, um sie zu erstellen. Der Endspurt hat begonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du musst nach rechts. Ja, ich kann nicht von links, ne? Ne, du musst nach rechts. Boink. Schon wieder. 10 Münzen. Oh. Oh. Nee, um dich. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe gewonnen. Noch nicht. Irgendwie schon. Wer will denn jetzt was bekommen? Ja, okay, so. Ah. Selbst dann. Warum guckst du über die Straße? Du bist schon tot. Du bist ein Geist. Und hat kein Geld mehr. Ich bin tot und habe kein Geld. Ja, toll. Jetzt wird er wieder bevorzugt. Was für ein heißer Kampf. Ich bin beeindruckt. Eigentlich nicht. Mal sehen, wie steht. Es sieht fast so aus, als ob dann Nero LP so auch schon gewinnen wird. Wenn das so weitergeht, verliert Bubu das Spiel. Oh nein! Blablabla, Geld. Hier. Weil Geld ist ja überhaupt nicht wichtig in diesem Spiel. Also, durch deinen Fall. Kreuz, 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 Kreuz. Yay! That's it. Boah, sind heute alle scheiße. heute seid ihr alle scheiße. Tja, du hast dich vermasselt. Schon wieder. So wie Wario. Und Birdo. Und alle. Die Person, die danach kommt. Oh, ich bin tot und hab kein Geld. Ja, bring mich zum Hotel, bitte. Nee. Möchtest du alle deine Münzen investieren? Gib mir das. Gib mir das. Oh. Oh. Oh.
Und damit hast du gewonnen. Wow, das war schnell. Wie schnell war das denn? Das waren 10 Minuten. 10 Minuten. Sehr gut. Dann wird das heute wohl ein sehr kurzer Part. Ja. Du hast gewonnen. Sieg auf ganzer Linie. Die Betonung liegt auf Sieg. Stopp den Kampf der Mogule. Die Preisspirale hat ein Ende. Wir haben einen Sieger. Ganz richtig, Leute. Diese Partie hat Yoshi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Er hat mal soeben in, glaube ich, 5 Runden gewonnen. Ja. Bis beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Ja. Sieg! Sehr schön. Niederlage. Ja, da war es dann schon für diesen Tag. 11 Minuten. Na, deine Ergebnisse werden gespeichert. Nicht sie zurück zur Hauptebene. Die anderen warten schon. Aber hier sieht es alles erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.